Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, altgedient an der Front und ja, diesmal Dating-Blog, man wird schon ganz mischugge hier im Lockdown, über Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute, also wenn dich für meine Kurse interessiert, schau mal auf liebeschi.de vorbei. Heute geht es um das schöne Thema Träumen vom Ex. Also, das ist eine Sache, die ganz kurz, also die sehr häufig vorkommt, und das heißt nicht, dass die Beziehung so toll war. Es heißt nicht, dass die Beziehung so toll war, gerade nach toxischen On-Off, Hot and Cold Beziehungen mit Persönlichkeitsstörungen, ich weiß nicht was. Ja, ist man so eine Art Liebessucht oder auch, man sollte auch nicht alles zu dem Partner jetzt projizieren, hat auch seine eigenen Themen. Also ja, ist so eine Art wie so ein Liebesjunkie, und das bedingt dann auch, dass man davon träumt. Und das kann extrem sein. Das kann wirklich so richtige Junkie-Träume sein, wo man die ganze Nacht träumt, wie man, keine Ahnung, mit dem Ex zusammen ist und irgendwas Lustiges macht und Sex hat und ich weiß nicht was. Und das kann schon sehr verstörend sein, kann wirklich über Tage gehen. Und ja, kann sich, wenn man den Ex nicht vom Podest runterholt, was ich immer empfehle, kann sich das auch unter Umständen über Jahre hinziehen, dass man, also natürlich dann entsprechend seltener, dass man immer mal wieder davon träumt. Das hängt wirklich davon ab, ob ihr euch davon jetzt nachhaltig gelöst habt oder nicht. So, ne? Das kann man schon selber beeinflussen. Aber man sollte nicht viel drauf geben, auch Drogensüchtige, das ist ein harter Vergleich, aber träumen von ihrer Droge. Wer hätte das gedacht, wenn sie die entziehen? Also das ist so, ne? Also das heißt jetzt nicht, oh, so eine ganz tolle Beziehung, ganz super. Ich träume so viel davon, ja, also keine Ahnung, also sondern es war eine Beziehung, die eben viel Suchtkomponenten hatte. Das heißt jetzt nicht, dass man, dass es nicht auch Verarbeitung wäre, davon zu träumen oder so. Aber ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht ein Zeichen vom Körper, oh, es sollte ich aber möglichst schnell wieder zurückgehen. Ne? Gerade diese Junkie-artigen Träume, also man erlebt die wirklich wie so ein Junkie, man wacht morgens auf und denkt, boah, ich war wie unter Drogen heute Nacht irgendwie. Das ist damit gemeint. Könnt ihr auch gerne mal drunter kommentieren unter dem Video, ob ihr das auch schon so erlebt habt, wenn es euch nicht zu sehr antriggert. Und wir werden uns bald wiedersehen.